Guten Morgen. Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Fußpilz. Wirkstoffgruppen werden in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt und nach Imidazole äußerlich lese ich Imidazole innerlich. Imidazole innerlich, Fluconazol in Klammern Kapseln, Itraconazol in Klammern Kapseln. Geeignet bei hartnäckigen Fußpilzinfektionen, die mit äußerlich anzuwendenden Mitteln nicht ausreichend behandelt werden können. Die pilzhemmenden Wirkstoffe Fluconazol und Itraconazol in Tabletten- oder Kapselform sind zur Behandlung von schweren und sehr hartnäckigen Pilzerkrankungen geeignet. Wichtig zu wissen: Während der Einnahme von Itraconazol sollte der Arzt die Leberwerte kontrollieren. Falls sich diese erhöhen, müssen Sie das Medikament absetzen. Während der Einnahme von Fluconazol oder Itraconazol sollten Sie vorsichtshalber für einen sicheren Empfängnisschutz sorgen. Dieser sollte bei Itraconazol noch über 4 Wochen nach dem Ende der Behandlung fortgesetzt werden. Die Medikamente können Haarausfall auslösen. Bei Frauen können Menstruationsstörungen auftreten. Sowohl Fluconazol als auch Itraconazol können Leberschäden verursachen. Treten Übelkeit, Erbrechen und oder dunkler gefärbter Urin auf und ist der Stuhl auffällig hell, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Wenn sich die Haut gelb färbt, möglicherweise begleitet von starkem Juckreiz am ganzen Körper, sollten Sie sofort einen Arzt kontaktieren. Setzen Sie die Tabletten ab. Beide Wirkstoffe können zudem Herzrhythmusstörungen, insbesondere Herzstolpern und Herzrasen, auslösen. Wenn Sie bereits Herzrhythmusstörungen oder eine Herzschwäche haben, dürfen Sie die Arznei nur anwenden, wenn der Arzt vorher Nutzen und Risiken sorgfältig abgewogen hat. Bei Medikamenten mit Fluconazol kann eine besonders gefährliche Form von Herzrhythmusstörungen vorkommen. Itraconazol kann Brustschmerzen auslösen, weil dann immer der Verdacht besteht, dass es sich um Angina pectoris Beschwerden handeln könnte, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Wenn Sie noch andere Medikamente nehmen, müssen Sie beachten, dass Sie einige Wirkstoffe nicht oder nur mit Vorsicht zusammen mit Fluconazol oder Itraconazol anwenden dürfen. Beachten Sie hierzu die Hinweise bei Nagelpilz unter der Wirkstoffgruppe Imidazole innerlich. Bei wichtig zu wissen, siehe Seite 43. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Fluconazol kann bereits bei Neugeborenen zum Einsatz kommen. Itraconazol darf bei Kindern und Jugendlichen nur angewendet werden, wenn andere therapeutische Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Für Schwangerschaft oder Stillzeit. Insbesondere im ersten Drittel einer Schwangerschaft sollte eine Pilzinfektion nicht mit Medikamenten zum Einnehmen behandelt werden. Auch während der Stillzeit ist es besser, eine Pilzinfektion möglichst lokal zu behandeln. Ist die Einnahme eines Antipilzmittels zwingend erforderlich, sollte eher Fluconazol gewählt werden. Ist die Einnahme eines Antipilzmittels zwingend erforderlich, sollte eher Fluconazol gewählt werden. 60 plus. Bei älteren Menschen muss die Dosierung von Fluconazol verringert, die Anwendung von Itraconazol möglichst ganz vermieden werden. Es liegen keine ausreichenden Daten zu Wirksamkeit und Verträglichkeit vor. Das Ganze schließt mit der Wirkstoffgruppe
oder dem Medikament Nystatin äußerlich. Tschüss.